Moritz Boschinski, wir haben hier den goldenen Torschützen. Wie fühlst du dich als Sieger des Tages? Ich denke, das war nicht nur mein Verdienst, das war von der ganzen Mannschaft. Wir haben heute sehr gut gekämpft und ich denke, das Tor ist dann Mannschaftsleistung und nicht eher Einzelleistung. Ihr seid gerannt um euer Leben dort vorn und habt ein ums andere Mal die gegnerische Abwehr bedrängt, aber am Ende das ganz richtig zum Durchsetzen, dann hat es nicht gereicht. Immer so ein bisschen kleinere Fehler. Ja, ich denke, dass wir vorne immer gut dabei sind und dass wir eben, sage ich mal, viele Sachen noch verbessern können. Ja, und dann, um am Ende, sage ich mal, die Durchschlagskraft zu haben, um das 1-0 so weiter noch auszubauen zum 2- und 3-0. Und, ja. Nun seid ihr Tabellenzweiter. Ja, ist eine gute Voraussetzung für uns. Und ich denke, dass es jetzt am Wochenende dann weitergeht und bis zur Winterpause versuchen, jedes Spiel weiter zu gewinnen. Viel Glück dann. Ja, hier steht ein Vertreter des neuen Tabellenzweiten. Wann habt ihr denn davon erfahren, dass das alles so gut gelaufen ist heute? Nach dem Schluss, als ich den Kreis an, hat es mir Erbeck gesagt. Und ja, eigentlich, zweiter Platz hört sich zwar schön an, aber wichtig ist einfach, dass wir gewonnen haben. Wobei es heute ziemlich schwer war, wenn ich so an die Schlussphase denke, ein bisschen wackelig war es dann schon ganz am Ende. Ja, definitiv. Ich denke, wir haben uns aber selbst schwer gemacht. Also wir haben die Chance, wir haben nach der zweiten Halbzeit die ersten 30 Minuten wirklich überragend gespielt, meiner Meinung nach. Haben zig Chancen und müssen das zweite Tor machen, dann ist das Ding hier durch. So. Und dann, dass hinten heraus noch mal ein bisschen enger wird, ist natürlich meiner Meinung nach klar. Aber dafür hat man ja auch einen Torhüter. Ich denke, die letzte Aktion, da kann man sich bei Lennart bedanken. Und ja, am Ende ist es einfach schön, dass wir das Ding noch gewonnen haben. Wie viel Selbstvertrauen gibt denn das dann fürs nächste Auswärtsspiel? Es sind ja noch drei Dinger jetzt bis zum Jahresende mit guten Gegnern, muss man sagen. Dass man sagt, man kann auch solche Spiele einfach mal in Ruhe gewinnen. Ja, definitiv. Also das Ding ist halt einfach, dass wir gegen jetzt sicher gute Gegner spielen, die auch sehr gut drauf sind, aber wir sind halt auch gut. Und wir sind auch gut drauf. Und deswegen hilft dieser Sieg, diese drei Punkte helfen, dass wir jetzt wieder eine gute Woche vor uns haben und uns optimal darauf vorbereiten, dass wir nächste Woche auch gewinnen. Ganz einfach. Also aus meiner Sicht haben wir hier den Spieler des Tages. Hast du es auch so gesehen? Hast du dich wohl gefühlt heute? Man hatte so den Eindruck. Ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Hat Spaß gemacht, wieder mit den Jungs zu spielen. Aber ich glaube nicht, dass ich der Spieler des Tages war. Wir haben alle sehr gut gekämpft, hatten eine gute Phase in der zweiten Halbzeit, hätten das 2-0 machen müssen. Ich glaube, als Mannschaft waren wir heute sehr gut drauf. In der Zentrale fühlst du dich richtig wohl? Hat man so den Eindruck, die Pässe kommen und alles funktioniert, läuft Bälle ab? Hat dir das alles ein bisschen auch geholfen, so eine Spielweise zu finden, wenn man jetzt bei der Nationalmannschaft war, ganz hohe Ehren genossen hat? Ja, es war natürlich eine coole Sache da, war eine sehr gute Erfahrung, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, die ersten zwei, drei Zweikämpfe im Spiel, die ich gewonnen habe, haben mir geholfen, da gut reinzukommen. Und da war ich drin, ja. Was gibt dieser Sieg jetzt mit? Wir haben gerade schon mit Spielern gesprochen, die gesagt haben, ja, bloß gut, dass wir gewonnen haben. Aber ihr seid jetzt Zweiter, also ein Schrittchen ist wieder dazugekommen. Ja, es ist ein unheimlich wichtiger Sieg. Wir haben jetzt noch schwere Aufgaben vor der Brust gegen Hertha und gegen Erklinike. Und es war ein sehr, sehr wichtiger Sieg, um da ranzukommen und weiterzuspielen, ja. Nun ist Tobias Eisenhut einer der Hoffnungsträger, nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich. Wie kannst du denn damit umgehen? Du bist Abiturient, zumindest im Lehrgang dafür. Man hofft, dass das alles funktioniert. Sollst hier noch toll trainieren und stehst in den Büchern der Bundesligisten. Ja, ich mache mir da überhaupt keinen Druck. Also ich gehe da ganz entspannt dran, habe ein sehr gutes Umfeld, rede auch viel mit dem Trainer, der mir dann auch da hilft und alles gehe ich halt entspannt dran und es geht dann schon. Beflügelt das oder hemmt das sogar ein bisschen, wenn im Hintergrund solche Dinge dann laufen? Andauernd stehst du in der Zeitung, in den Medien, ja, Eisenhut, da müssen wir uns kümmern, der könnte was bringen? Ja, also ich denke, es beflügelt eher, weil es natürlich schon eine interessante Sache ist, so von den ganzen Namen zu hören, trotzdem beeindruckt es mich nicht. Und ich bin da nicht nervös oder so, wenn ich die Sachen höre, sondern ich spiele noch weiter Fußball. Und denkst an dein Abitur immer noch ein bisschen? Ja, auf jeden Fall, das ist eine sehr wichtige Sache. Ich möchte definitiv mein Abitur hier fertig machen und dann gucken wir weiter.